Meine Geschichte des Wissensmanagements seit 1985. Teil 1 Vorwort. Also Wissensmanagement gibt es sicher seit Anbeginn der Menschheit. Also intelligent mit Wissen und Erfahrung umzugehen, war sicher unser Prozess der Menschwerdung. Also ist es überhaupt nichts Neues, aber es ist trotzdem die Basis, bewusst zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wissen entsteht nun zwischen zwei Ohren. Also durch die Aufnahme von irgendwelchen externen Informationen und der Verarbeitung von diesen mit den eigenen individuellen Erfahrungen. Deshalb wäre eine Aussage, was haben wir aus der Geschichte des Wissensmanagements gelernt, eigentlich anmaßend und falsch. Die richtige Sache ist eigentlich, was habe ich für mich gelernt und wie kam es dazu? Was hat also meine persönliche Geschichte im Umgang mit Wissen beigetragen, dass ich meine heutige Einstellung zu diesem Thema aus meinen Erfahrungen gewonnen haben und wie ist diese Einstellung entstanden? Und warum könnte es zum Beispiel für Sie interessant sein, sich dieser Erfahrungsweg zu verfolgen? Vielleicht können Sie ein oder zwei Punkte in Ihre eigene Einstellung zum Wissensmanagement übernehmen. Das ist der Grund, warum es diese Serie gibt.